Also das Grenzmap-Projekt ist ein Kunstprojekt zum Thema Grenze, speziell der deutsch-niederländischen Grenze. Und zwar bin ich unterwegs im Gebiet der Euregio, das heißt Münsterland, Osnabrücker Land, Provinz Felderland, Provinz Obereissel und noch einiges drumherum, fahre von Ort zu Ort und befrage Leute auf der Straße, Leute in Institutionen und so weiter zu ihrer Erfahrung zum Thema Grenze. Also diese Frage, gibt es die deutsch-niederländische Grenze eigentlich noch? Wozu fährt man ins Nachbarland? Was tut man dort? Wann erlebt man diese Grenze noch? Was hat man gemeinsam? Was trennt einen? Was für Geschichten gibt es jeweils über die anderen? Was für Fakten? Und das ist immer sehr spannend. Also zum Beispiel habe ich gesprochen mit dem ersten deutsch-niederländischen NATO-Chor der schnellen Einreistruppe in Münster. Und sie leben sozusagen auf beiden Seiten der Grenze oder direkt an der Grenze. Und ja, wo würden Sie denn sagen, wo erleben Sie das besonders? Wo macht so Ping? Wo denken Sie, ah ja, das habe ich nur hier? Die sagen, für sie spielt die deutsch-niederländische Grenze überhaupt gar keine Rolle mehr, weil sie die gleichen Ziele haben. Aber da kommt diese Multinationalität gut zum Ausdruck. Ja. Mit Deutschen und Holländern zusammen. Ja, das habe ich gesehen im Internet. Stehen die kleine Filmpjes. Die sind deutsch synchronisiert. Ich war in einer deutsch-niederländisch-bilingualen Schule in Warnsfeld. Ganz toll. Erstens sprechen die Jugendlichen super Deutsch und zweitens haben die sehr, sehr interessante Dinge zu erzählen. Und ich glaube auch, dass man daraus sieht, wie sehr sich das Bild, das sich jeweils Deutsche und Niederländer voneinander machen, in den letzten 20 Jahren verändert. Dann kommt die zweite Ebene, die ist im Internet. Wenn ich losfahre, habe ich auf der cartoonorama.de Webseite eine leere Landkarte von der Euregio. An jedem Ort, an den ich komme, wo ich Gespräche führe, spreche ich mit den Leuten ab, in welche Bildform packen wir das? Also zum Beispiel in Arnhem erzählt mir Leon, die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg sämtliche niederländische Fahrräder requiriert und noch heute sagen die Niederländer, wann kriege ich mein Fahrrad zurück? Und ich von der anderen Seite der Grenze kenne nur die Geschichte, wenn dein Fahrrad geklaut wird, guck mal, ob es in Amsterdam ist. Und das ist zum Beispiel interessant. Dann sprechen wir darüber und daraus entsteht ein Cartoon, den wir gemeinsam uns ausgedacht haben. Ich mache dann die Zeichnung, aber die Idee ist aus dem Gespräch. Und je länger ich unterwegs bin, desto mehr kleine Markierungen erscheinen Ort für Ort auf der Landkarte. Man kann da mit der Maus drüber gehen und dann öffnen sich jeweils die Zeichnung und die kleinen Geschichten, die ich dort gesammelt habe. Was besonders viel Spaß macht bei der Art von Projekt, ist natürlich erstens, dass man unglaublich viele unterschiedliche Leute trifft, in sehr unterschiedlichen Institutionen. Und trotzdem funktioniert es in jeder Situation, dass man irgendwann zueinander kommt. Also ich erlebe alle Leute als sehr engagiert. Und am Ende, wenn ich weggehe, habe ich immer das Gefühl, wir haben alle zusammen angefangen, irgendwie nachzudenken. Das passiert ja wirklich regelmäßig, wenn du mit dem Zug von Münster nach Enschede fährst, auf dem Rückweg. Je nachdem, wie abgekämpft man dann aussieht, wird man dann eben auch gefragt oder kontrolliert. Ich merke, dass andere Leute anfangen, ihre eigenen Erlebnisse anders anzuschauen, dadurch, dass die Material sind für ein Kunstprojekt. Die bekommen eine andere Wertigkeit dadurch. Die schauen anders auf ihre Erfahrungen. Und das ist das, was mir am wichtigsten ist. Weil das bedeutet, dass das Projekt was verändert in der Art, wie wir alle zusammen auf diese deutsch-niederländische Beziehung schauen.